Man sieht jetzt überall diese modernen, schönen Paletten. Ich habe die im Shabby-Look gemacht. Dazu braucht ihr einfach eine alte Palette, die war noch bei den Hühnern drin standen. Die habe ich abgesprüht und dann ganz normale Wandfarbe, die jetzt übrig geblieben ist bei uns. Und wichtig bei diesem Shabby-Look ist, ich habe jetzt auch die Farbe nicht verdünnt, ganz leicht hier drüber zu streifen. Ihr dürft jetzt nicht die Farbe viel nehmen, sondern am besten leicht, wie wenn ihr so einen Pinsel auswaschen würdet, dass ihr die Kontur noch nachzeichnet. Das war's dann eigentlich schon. Dann seid ihr schon fertig. Was auch vielleicht ganz toll kommt, glaube ich, ist, wenn ihr mit Kreidefarbe arbeitet. Da gibt es auch ganz viele Pastelltöne, die toll sind. Da kann man dann ganz viele schöne Kräuter reintun oder Blumen, Erdbeerpflanzen. Wer die draußen stehen hat, kann noch einen Klarlack drüber sprühen. Das schützt ein bisschen auch. Und ich wollte keine Folie nehmen. Deswegen habe ich mir solche Einsätze hier geholt. Ich hatte im Schupfen geschaut, aber irgendwie hat da nichts reingepasst. Deswegen bin ich mal fündig geworden im Internet und die kosten 3,25 Euro. Die sind aus Zink. Zinkpflanzenkasten für Paletten steht da. Haben auch ein Löchlein drin, dass auch das übrige Wasser rauskommt. Das war mir auch wichtig und die passen perfekt rein. Das heißt, ich kann die bepflanzen. Ich wollte einfach keine Folie nehmen, die ich dahin tacker. Das mit dem Löchlein rein und dann geht es mir noch kaputt. Deswegen fand ich das eine gute Lösung und für 3,25 fand ich es auch erschwinglich. Ja, bei mir kommen da jetzt Kräuter rein und ich werde mir noch ein paar Paletten auch machen. Und ich darf jetzt Danke zu euch sagen. Heute stehe ich vor eins meiner ersten Projekte, das war meine 3D-Filzblume, die ich bis heute super schön finde. Wir sind hier in meinem Schlafzimmer, hier drehe ich ja auch immer und hier ist auch mein ganzes Nähzeug und mein kleines Chaos. Und jetzt wollte ich einfach mal Dankeschön sagen, Dankeschön für die ganz tollen Kommentare, die ich immer von euch bekomme. Und 10.000 Abonnenten hat jetzt Kreativ mit Nina. Das habe ich mir vor einem Jahr, wie ich angefangen habe, gar nicht so vorstellen können. Ich freue mich total, dass ich immer so tolle Kommentare bekomme und dass ihr auch meine ganzen Nähanleitungen toll findet. Ich hoffe, dass es noch ganz lange so weitergeht, dass ich euch gut inspirieren kann oder ihr mich inspirieren könnt. Ich kriege ja auch immer manchmal Tipps oder auch konstruktive Kritik. Ihr könnt gerne auch mal schreiben, wenn ihr was anders vielleicht besser hätte ich so gemacht und so, solange es natürlich jetzt nicht irgendwie böse ist oder oh Gott, du bist ganz schlimm. Ich mache das ganz gerne. Ich habe natürlich auch einen normalen Job und ich habe Kinder und Familie und Hund. Hühner wachteln, ihr kennt ja ein bisschen so meinen Kanal. Da ist es manchmal schwer, dass man wirklich Zeit für sein Anführungszeichen Hobby, aber jetzt mache ich es auch schon ein bisschen mehr, sich da Zeit nimmt. Aber ich mache das so gerne und ich versuche natürlich auch Ideen ein bisschen zu entwickeln. Mensch, was könnte man alltäglich brauchen? Was kann ich brauchen? Wie kann ich vielleicht ein bisschen meine Idee oder ein bisschen so meinen Feinschliff da reingeben? Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr mir auch in Zukunft folgt und es gut findet, was ich mache. Ich mache es liebend gern und tausend Dank. Weil durch diese Community auch, das macht eigentlich YouTube aus. Nicht nur, dass man jetzt der Welt hilft mit seinen ganzen Ideen und kostenlosen zur Verfügung stehenden Schnittmustern, sondern dass man auch diese Community aufrechterhält. Ja, dass man sich kennenlernt, dass man sagt, Mensch, und da, und die eine schreibt dann wird, oh, ich habe den Tollstoff mir auch gekauft und ich habe es jetzt auch gekriegt, seit 2 Wochen warte ich drauf und dann sage ich, mir geht's genauso. Und ich kann zwar nicht immer jedem zurückschreiben, manchmal sind so viele Nachrichten, aber ich versuche auf jeden Fall jede Frage zu beantworten und auch zeitnah zu antworten. Und wenn es nur so ein kleines Herz ist, dann ist es eigentlich ein ganz großes Herz, was ich dann vergebe auf die Nachrichten. Ich lese jede einzelne Nachricht und freue mich natürlich auf die Zukunft mit euch, mit Kreativ mit Nina. Es wird demnächst auch ein bisschen was folgen. Das hat ein bisschen nicht so was zu tun mit kreativer Arbeit, sondern ein bisschen zu meiner Geschichte. Warum ich YouTube auch mache oder was mich dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen, YouTube, mich da anzumelden, mich da durchzukämpfen. Was muss man dann alles machen? Also das ist ja auch nicht so ohne. Hat aber auf jeden Fall gut geklappt und ich freue mich jetzt auf die Verlosung mit euch. Es gibt nämlich hier 5 Preise zu gewinnen. Ist ja ein bisschen blöd immer, wenn man dann sagt, ah, ein Megapaket. Und dieses Megapaket bekommt dann einer. Deswegen dachte ich mir, machst du 5 Pakete, dann ist die Chance schon mal größer. Und ihr müsst euch für ein Paket entscheiden. Das heißt, die Chance wird noch größer, wenn wir dann die Verlosung machen. Ich denke, das wird ganz schön. So, verzeiht mir manchmal, wenn ich verschiedene Sachen falsch sage, wenn ich ein
Rechteck ausschneide und dann sage ich, ja, jetzt das Quadrat. Da bin ich dann manchmal in Gedanken, aber ich denke, das ist menschlich und ja, hoffentlich verzeiht ihr mir das. Macht's gut oder beziehungsweise bleibt's dran. Jetzt kommt die tolle Verlosung. Als Abonnent könnt ihr in den Kommentaren Nummer 1 schreiben für den Geschenkgutschein. Der ist 10 Euro und ihr erinnert euch bestimmt noch an die schönen japanischen Stoffe, die ich mir mal gekauft habe. Davon ist der und den bekommt ihr dann per Post zugesandt. Nummer 2 haben wir einen klasse Baumwollstoff. Da habe ich auch schon was genäht. Den gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Das ist ein Baumwollstoff, der ist recht angenehm, recht dünn. Und wunderschön von den Farben her. Ich glaube, mit einer Tasche mit Silber kombiniert macht sich der ganz gut. Da kriegt ihr 1 Meter mal Originallänge. Da habe ich noch viel und den gönne ich euch natürlich. Mein absoluter Lieblingsstoff, den habe ich schon mehrere Jahre. Deswegen habe ich hier auch so eine ganze Rolle damals gekauft. Fragt mich nicht, wo es den gab oder ob es den noch gibt. Nein, den gibt es nicht mehr. Das ist ein Vintage-Stoff, den habe ich viel auch für die Windeltaschen verwendet und auch für Taschen. Da könnt ihr schön Patchwork machen. Da habe ich schon mal ganz am Anfang von YouTube was verlost und da verlose ich auch einen ganzen Meter mal Original. Das ist auch schön. Schöne Blumen, Knöpfe könnte man da machen. Ein ganz, ganz toller Stoff, finde ich. So rosa mit Silber, nicht so kitschig, nicht so alt. Der hat irgendwie alles, finde ich, drin. War damals wirklich der schönste und Gott sei Dank habe ich da den Rest aufgekauft. Ja, kauf auf Vorrat, Nina. Haha, ich werde mal geschimpft von meinem Schatzi. So. Dann die nächste Losnummer. Wo sind wir denn? 1, 2, 3, 4. Aber Losnummer 4 ist dieses geile Wachsstofftuch. Ich finde die Motive herrlich für die Küche oder was ihr da machen könnt. Kleine Tischdeckchen oder auch die Schüsselhauben oder vielleicht auch einen kleinen Abfalleimer für euch. Also diese Lunchbag verwende ich auch immer als Abfalleimer von meinen ganzen Nähsachen. Auch cool. So, und jetzt haben wir noch die letzte Nummer. Das ist die Nummer 5. Und die Nummer 5... Wie ihr mich kennt, ich bin immer für Überraschungen gut, haha, ist einfach eine Überraschung. Das heißt, nehmt ihr die 5, dann packe ich euch geile Sachen rein, wo ich denke, Mensch, das gefällt mir, das könnte euch auch gefallen. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ihr könnt auch mal unten in den Kommentaren vielleicht schauen, wer hat sich was rausgesucht, wo ist die Chance größer. Oder wenn ihr das eine haben wollt, sagt, ich gehe auf Risiko, ich möchte das haben, dann macht es. Ach, ich denke, das ist eine schöne Idee. Ich kann mich nur bedanken für alles und hoffe, dass ihr einen schönen Maifeiertag hattet und auch ein schönes Wochenende jetzt. Teilnehmen könnt ihr bis 30.05.2020.